Unsere Umwelt ist heute nicht mehr still. Straßenverkehrslärm, Fluglärm, aber auch Schienenlärm. Inzwischen prasseln nahezu rund um die Uhr Geräusche auf uns ein. Lärm ist zu einer großen gesundheitlichen Belastung geworden. Die Bahn kommt, keine Frage. Dank der geringen Schadstoffemissionen, verglichen mit Auto und Flugzeug, gehört sie zu den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Aber die Bahn muss künftig leiser werden, denn rund ein Fünftel der Bevölkerung wohnt an Schienenwegen. Seit 1999 bekämpft die Firma Z-Block erfolgreich den Lärm an Schienenwegen. Ihr Ziel, das Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu verbessern. Z-Block ist eine innovative und umweltfreundliche Lösung für den Lärmschutz. Das Besondere, die Lärmschutzwände sind extrem niedrig, bei gleichzeitig hoher Schalldämpfung. Das Prinzip ist einfach und genial. Z-Block ist ein niedriger, neben den Gleisen montierter Lärmschutzwall, der direkt auf dem Bahndamm aufgestellt wird. Dadurch wird der Schall unmittelbar an der Lärmquelle wirkungsvoll bekämpft, nämlich dort, wo das Rollgeräusch der Räder auf der Schiene entsteht. Hier in der Nähe von Celle in Norddeutschland werden die Gleisanlagen mit den Schallschutzwänden von Z-Block in den nächsten Wochen ausgebaut. Um festzustellen, wie effektiv Z-Block tatsächlich ist, lassen wir vor Baubeginn offizielle Schalldruckmessung durchführen. Die Schallschutzmessungen ohne Z-Block zeigen 70 dBA an, ein Wert, der deutlich zu hoch ist. Ohne die flachen Schallschutzblöcke kann sich der Schall also ungehindert verteilen. Wie kann Z-Block das nun ändern und was ist das Besondere daran? Hergestellt werden die 3,5 Meter langen und 1 Meter hohen Betonblöcke hier in Deutschland. Z-Block sind aus wetterfestem Faserbeton hergestellt und garantieren eine hohe Lebensdauer von mindestens 50 wartungsfreien Jahren. Das Material und die Bauweise der patentierten Lärmschutzwände macht sie extrem widerstandsfähig. Der Absorber besteht aus witterungsunempfindlichen Gummigranulat und Luftspalten. Diese Kombination sorgt dafür, dass die Schallwellen in das Material eindringen können. Durch die Reibung der Schallwellen mit den Poren des Materials wird der Schall absorbiert. Durch geringen und kostengünstigen Materialeinsatz bei der Herstellung und einer einfachen Montage der Blöcke sind die Investitionskosten für den Einsatz von Z-Block in der Regel weniger als halb so hoch wie für herkömmliche Schallschutzwände. Z-Block nutzt den vorhandenen Raum auf dem Bahndamm, wodurch keine Umbaumaßnahmen an dem Bahnsteig oder Schienensystem erforderlich sind. Auch aufwendige Fundamentarbeiten entfallen, da Z-Block lediglich 270 mm unter Schienenoberkante aufgestellt wird. Durch das Eigengewicht von 3,4 Tonnen sind keine zusätzlichen Montageverbindungen zwischen den Blöcken notwendig. Die niedrige Bauhöhe der Z-Block und der geringe Platzbedarf ermöglichen eine einfache und kostengünstige Montage ohne wesentliche Beeinträchtigung der Umgebung. Die Schallschutzwand ragt lediglich 73 cm über Schienenoberkante hinaus. Aufwendige Gutachten zur Bewertung möglicher Umweltbeeinträchtigungen durch die Höhe der Schutzwände müssen daher nicht erstellt werden. Aber kann eine solch flache Schallschutzwand wirklich den Lärm absorbieren? Zur Einweihung der Teststrecke sind Gäste aus Politik und Wirtschaft geladen. Ich darf mich herzlich bedanken bei allen klugen Ingenieuren, die das entwickelt haben, bei den Baufirmen, die das erstellt haben. Z-Block kann überzeugen. Die Aufnahme der Schallwellen direkt an der Schiene funktioniert. Erneute Schallschutzmessungen nach Beendigung der Bauphase zeigen, dass Z-Block den Schallpegel im Mittelwert um 6 dBA gesenkt hat. Eine Reduzierung des Lärmes umfasst die Hälfte, denn laut einer wissenschaftlichen Studie wird eine Senkung um nur 8 dBA schon als eine Halbierung des Schallpegels empfunden. Im direkten Vergleich zeigt sich also nochmal deutlich der Unterschied. Z-Block ist ein niedriger, neben den Gleisen montierter Lärmschutzwall, der die Lärmquelle wirkungsvoll bekämpft und sich optisch unauffällig in das Landschaftsbild einfügt. Da die Betonblöcke stets den gleichen Abstand zum Zug haben, können Wetterbedingungen weniger Einfluss auf die Messung nehmen. Dies reduziert den Berechnungsaufwand zur Ermittlung des Schallschutzes und verringert die Kosten in der Projektphase. Aufwendige Gutachten über mögliche Umweltbeeinträchtigungen sind durch die geringe Bauhöhe der Blöcke nicht notwendig. Ebenfalls entfallen kostspielige geotechnische Untersuchungen, da die Montage auf den vorhandenen Bahndamm stattfindet. Z-Block reduziert somit Planungs- und Investitionskosten und ist durch seine Langlebigkeit so gut wie unverwüstlich. Eine wirkungsvolle Investition, wenn Sie der Umwelt ein wenig Stille zurückgeben möchten.